Ja, im heutigen Video geht es einmal darum, wie gut ist meine Gitarre eingestellt, ist sie gut bespielbar, haut es einigermaßen hin. Die Werte, die ich angebe, sind die, mit denen wo ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe. Ich richte mich nach den Mittelwerten, die von großen Herstellern angegeben werden, so wie meine Gitarren alle eingestellt. Ich erkläre jetzt dann gleich, wie man das feststellt. Das erste und das Wichtigste ist der Hals gerade, da zeige ich, wie das geht. Dann zeige ich, ist die Der Sattel gut eingefeilt. Auch da zeige ich, wie man das feststellen kann. Wenn man es niedriger haben will, müsste man den Sattel noch etwas tiefer feilen, mit speziellen Sattelfeilen. Ich habe es gemacht mit der Dreikantfeile, mit den so kleinen Schlüsselfeilen, die ich nur zugeschliffen habe. Hat auch funktioniert. Da gibt es sehr gute Videos im Internet. Sollte der Hals gerade sein, auch diese optimal sein. Aber meine Seitenabstand ist immer noch viel, viel zu groß. Dann kann man das durch Abschleifen der Steganlage erreichen, dass man ins optimale Maß hinkommt. Auch da gibt es schöne Videos drum. Wie stelle ich es fest? Das ist keine Wissenschaft. Ich brauche genau drei Sachen: ein Plektrum, ein 50-Cent-Stück und ein 20-Cent-Stück. Dann zeige ich jetzt, wie ich das feststelle, ob es passt oder nicht. Viel Spaß beim Einstellen! Als erstes schauen wir, ob unser Hals gerade ist. Das ist ganz wichtig. Der Hals kann ja praktisch so gebogen sein, nach unten oder nach oben. Also konvex oder konkav. Wir wollen einen möglichst geraden Hals haben. Eine ganz eine kleine Biegung darf er haben. Ich stelle fest, wie fest die Biegung sein soll. Man kann hergehen, kann am ersten Bund drücken. Dann drücke ich noch ziemlich hier unten, am 14. Bund zum Beispiel. Und dann sollte da noch vielleicht ein minimales Spiel sein. Also nicht einmal ein Blatt Papier, ganz, ganz dünn. Man kann ein Kapotaster nehmen, wenn man das mit zwei Fingern nicht kann. Jetzt hört es, die Saite schwingt noch, die scheppert nicht, die steht nirgends an. Ist aber, wenn ich hier drücke, fast ganz dort. Also das ist optimal jetzt. In dem Fall ist der Hals gerade. Ob er verzogen ist oder nicht, davon geht es einmal aus, dass der Hals nicht verzogen ist. Das wäre dann sowieso fatal. Ist der Hals nicht ganz gerade, also ist er eher nach unten gebogen oder nach oben, kann man das mit der Einstellschraube einstellen. Es gibt Gitarren, die haben hier oben eine Schutzplatte und eine Kopfplatte, da ist drunter ein Imbus drin. Oder wie meine, die hat es hier im Schallloch, kann man mit einer Imbusschraube den Halsstab einstellen. Der Regel ist es so, wenn ich im Uhrzeigersinn drehe, dass er sich nach oben biegt, dass er so gerade wird, also wenn er nach unten bogen ist, sollte man im Uhrzeigersinn drehen, umgekehrt, wenn er oben bogen ist, umgekehrt drehen, sodass er relativ gerade ist. Dann möchte ich optimale Seitenlage haben, sonst habe ich nie eine Chance, einen ordentlichen Akkord oder Barré-Akkord zu spielen, weil mir wahnsinnig anstrengen muss, die Saiten runterzudrücken. Als erstes schauen wir an, wie ist hier oben am Sattel, wie ist der gut eingekerbt oder eingefeilt. Das mache ich ganz einfach. Ich nehme ganz ein dünnes Plektrum, ich habe in dem Fall ein 06er. Die stecke ich jetzt ganz normal in den ersten Bund aufs Bundstäbchen drauf. Man sieht, das hält von selber. Wenn das von selber hält, weiß ich, das ist ja schon sehr gut eingestellt. Das ist optimal. Das ist das Gleiche auch bei der dünnen E-Saite mache ich das. Ja? Das soll er von selber halten. Bei mir hebt es sogar noch ein bisschen an, weil ich habe gerne eine sehr niedrige Saitenlage. Andere Möglichkeit ist, wenn man kein 06er Plektrum hat, man drückt am zweiten Bund runter oder am dritten und guckt, dass hier vielleicht gerade noch ein Blatt Papier Platz hat. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann möchte ich ja wissen, wenn meine Steganlage zu hoch ist, hätte ich sehr viel Abstand. Bin hier am 12. Bund, da gibt es also eine Faustregel. Am 12. Bund sollte eine gut eingestellte Gitarre zwischen 2,0 und 2,4 haben, je nachdem, welche Spielweise man hat. Bei der dicken E-Saite, bei der dünnen E-Saite, ja, 2,0 rum. 2,0, 2,2, 2,3. Man kann nicht mit einem Stahllineal messen oder man nimmt zwei Münzen her. Die 50 Cent Münze, wenn ich einen 12. Bund reinstecke, zwischen 11. und 12. Bund,
dann muss die gerade so reingehen, ohne dass ich noch Luft habe oder kaum Luft habe. Wenn ich das habe, weiß ich, ich bin jetzt hier ungefähr bei 2,3, 2,4 mm. Also es sollte nicht meilenweit drüber stehen, weil da brauche ich wahnsinnig viel Kraft zu drücken. Und mein Ton wird sich auch durch das, dass ich viel abdrücken muss, verändern. Der wird nicht mehr richtig bunt drin oder Oktav rein sein. Das gleiche mache ich auf der dünnen E-Seite, auch im 12. Bund. Da schiebe ich die 20-Cent-Münze rein. Die 20-Cent-Münze hat ungefähr 2,3 mm, 2,2. Die sollte auch ein bisschen streng reingehen oder gerade reingehen und kaum Luft sein nach oben. So stelle ich meine Gitarren ein. Wenn sie so eingestellt sind, kann ich eigentlich schön spielen. So kann man eigentlich ganz schnell, ruckzuck, die Saitlage der Gitarre überprüfen. Viel Spaß beim Überprüfen eurer besten Gitarre.